ideale Spaßmodelle für Piloten mit Elektro oder halt auch die meisten Modelle von uns sind für die Handpiloten gedacht. Schon dieser Toxic geht in die Hölle. So, unser Slot ist so langsam zu Ende. Jetzt werden Sie sehen, dass wir hier noch landen können. Am roten Bus an unserer Yeti VIP-Ausschuss steht dann auch die Urne, wo die ausgefüllten Teilnahmekarten eingelöst werden können. Die ersten drei Modelle werden prämiert und den Pokal. Und Sie können wunderbare Preise gewinnen: ein Sendersekt des X7. Wie gesagt, es ist vollkommen eingestanden. Bleibt ihr dann weg, ihr müsst dann landen. Ja, geht nicht, oder? Das ist halt vorher auch gerne. Und hier ist halt der Videoflug. Als nächstes sehen wir am Start eine Dominik, du fliegst weiter draußen, gell? Nochmal sag ich dir nicht. Bei dem Nasenantrieb benötigt man lediglich einen Ausbruch von ca. 10 cm vorne. Bei den Lapptriebwerken sitzt der Motor nicht oben und auch nicht ganz unten. Er sitzt ja so auf der Oberseite nicht gekühlt. Ich habe so gut wie keine Leichtverschiebung während des Startes, so dass quasi das Kippen mit der Leichtverschiebung wegfällt. Ich drehe das nochmal aus. Von Bock zu K5. Dann kann ich manuell Gas geben oder je nachdem, wie es im Bock kommt, ich auch einen Vollgasverbot automatisch auf Vollgas geben. Am Start jetzt hier noch eine ASW 15, Maßstab 1:2,5, mit einem Skyline 2. Das sind das Skyline 3, hat 6,2,7 kW. Das ist jetzt hier der rechten Zelle, die ASW 27. Der Nasenantrieb wird wieder aus. Schönes Hobby. Deswegen ist es 30 Kilo.
3, das jetzt im Überfall von links kommt, hat sich so gut wie gar nicht verschiebt beim Ein- und Ausfahren. Die Drehviertel werden mit einer kompletten Steuerung geliefert. Das heißt, dass sie sauber anschließend für die Motor. Es kann ein Vollgasmotor, es kann ein Gaskontrollmotor eingestellt werden, wenn ich selber Gas gegeben worden kann, je nach Lust und Laune, es kann jeder Drehzahl der Welt durchgefahren. Von oben kommt jetzt die KSW 15, 6 Meter und 1,2. Kunstflugtauglichkeit gewährleistet ist und wenn man nicht wäre. Meine Triebwerke sind sehr robust, werden von mir selber gebaut, sind etwas massiver in der Ausführung, aber dafür war es voll. Ganz toll. Ideale Spaßmodelle für Anwender mit Elektro oder halt auch die meisten Modelle von uns sind für die Handpiloten gedacht. Schon dieser Toxic geht in die Hölle. So, unser Slot ist so langsam zu Ende. Jetzt werden Sie sehen, dass die hier dann landen können. Am roten Bus an unserer Yeti VIP-Ausstellung steht dann auch die Urne, wo die ausgefüllten Teilnahmekarten eingelöst werden können. Die ersten drei Modelle werden prämiert und den Pokal und Sie können wunderbare Preise gewinnen. Ein Sender-Set SX7. Wie gesagt, es ist vollkommen eingestellt. Bleibt jetzt hier dann weg, ihr müsst dann landen. Ja.
Geht nicht, oder? Dann setz halt vorher auf, Gernot. Und hier ist halt der Videoflug. Als nächstes sehen wir am Start eine Dominik, du fliegst weiter draußen, gell? Nochmal sag ich dir nicht. Bei dem Nasenantrieb bewegt man den Ausbruch von ca. 10 cm vorne. Bei dem Lauftriebwerk sitzt die Motorin nicht oben und auch nicht ganz unten. Da sitzt ja so auf der Oberseite und gekühlt. Ich habe so gut wie keine Lastverschiebung während des Startes. So, das war es, das gibt auch nicht von der Lastverschiebung weg. Dann kann ich manuell Gas geben oder je nachdem, wie es kommt, bin ich auch für einen Vollgasmotor automatisch auf Vollgas geben. Am Start jetzt hier noch eine ASW 15 Maßstab 1:2,5 mit einem Skyline 2. Hier in der rechten Seite die ASW 27. Der Nasenantrieb fährt wieder aus. Der Driftschrauber kommt in der Leitkader. Lieber Flug von rechts. Von rechts ist noch mal die ASW 17.